willkommen heute. Are you ready to rumble? Real Sports Boxing auf dem Atari 2600 und wie sich gehört, immer mit Original Hardware. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie gespielt. Glaube ich jedenfalls. Wo man ein bisschen bekannt vorkommt, es mir doch irgendwie. Egal. Jetzt werde ich es auf jeden Fall spielen. Oh. Ich aber nicke. Bin der Helle. Irgendwie, aber. Ja, Feuerwehr, ja, immer eine Fresse, immer eine Fresse, immer eine Fresse. Also, okay, irgendwie so. Das sieht doch ein bisschen platt aus. Also, so richtig Schlagkombis hast du ja irgendwie nicht so gefühlt. Oh, es macht Spaß. Einen guten Konditionsmeter oder so, wie das heißen würde, gibt es da auch nicht. Also. Erste Runde überstanden, bin ich nicht genial. Also. Was ich mich jetzt gerade frage, wie geht es eigentlich ab, wenn ich einen Joystick mit Dauer vorher nehme? Sind unten die Treffer, die ich gelandet habe oder was unten, das verstehe ich jetzt an ihr. Oder irgendwie, ja. Weil okay, Trefferfeedback ist unter aller Sau. Und wie ihr feststellt, das Raunen der Menge wird immer lauter, wenn man in den Fight reingeht. Okay, mindestens muss man wohl irgendwie warten. Hast du da 8 oder doch nicht einen Button drücken? Das war einfach nur Zufall von gewesen. Ah, das sind die Punkte, was du kriegst anscheinend pro Runde. Ich weiß auch nicht, über wie viel Runden das hier geht. Macht aber Spaß. Ey, gut, die Sprites sehen gut aus. Immer dran denken, wir haben einen Atari 2600 vor uns. Okay, da sieht er ein bisschen platt aus, der Typ. Und da liegt er flach. Da liegt er flach. Ach, nächste Runde. Gucken wir mal. Klick mal. Ah! Hier kann ich jetzt aussehen, welchen Spieler ich haben will. Warum zickt das Bild gerade rum? Ich nehme jetzt mal ihn hier. Das ist jetzt mein Gegner. Nehme ich den mal. Guck mal, ich habe bloß bei der Spielerauswahl, da war er so ein bisschen rumgezickt. Vielleicht sind die auch unterschiedlich stark? Ich weiß es nicht. Weil mit Stärke war da eben nichts gewesen. Vielleicht doch nochmal irgendwie hier Select. Also weißt du, was Select eigentlich war? Ja, Select heißt das Ding. Drücken müssen vielleicht noch mit Stärke irgendwas, das war so. Die Sportspiele sind eigentlich immer ganz gut gewesen auf dem Atari. Immer im Verhältnis halt zur Zeit damals. Ich weiß jetzt nicht, wann das rausgekommen ist. Ich sag jetzt mal 81. 82, ich weiß nicht, wirklich nicht. Es gibt ja noch ein anderes Boxen, da hast du die von oben gesehen, glaube ich. Oder bloß der Cover so gemacht. Das hieß halt bloß Boxing.
kommt die in Punkten, wie er das bewertet, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde ja sagen, ich treffe ihn viel öfter ins Gesicht. Also scheint wohl nicht jeder Treffer automatisch ein Punkt für dich zu sein. Oder für den Gegner irgendwie so. Ach, die haben eine Tüte gemacht, also auch mit mir sich dann so biegt und so. Eine Magengrube Not. Und der liegt wieder flach. Knockout. So, warte mal, da müssen wir jetzt mal gucken. So, hier mal die Spieler. Nee, One Player. Ja. Dann nehmen wir mal ihn hier. Das sieht ein bisschen komisch aus irgendwie. Jetzt bin ich mal der Grüne, ob da irgendein Unterschied ist, aber. Scheint nicht zu sein. Ich könnte höchstens mal den AB-Schalter mal nutzen. Ob der eine Funktion hat. Das wird vielleicht sein. Ich guck mal. Ne, ist umschalten. Okay, da war jetzt auf B gewesen. Ich wollte den grünen sein, zeigen, auf A gemacht. Mal gucken, ob da ein Unterschied ist. Würde ich jetzt sagen, nicht. Ja. Scheint kein Unterschied zu sein. Das ist ein bisschen schade. Also, wie gesagt, ich habe vielleicht hab ich doch irgendwann mal mit dem mal gespielt, aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Vielleicht mal auf dem Retro-Computer auf dem Stream. Das kann sein, da ich auch ab und zu mal ein paar reingeschmissen habe, ja, Atari-Spiele. Aber wie ihr seht, also. Ich dresche den ganz schön zusammen. Ich würde sagen, also A ist ja noch leichter oder sind das wohl einfach nur Zufall? 29:12. Der hat da schon kein Gesicht mehr, der Typ. Alter. Der hat da ist ja bloß noch Matschepatsche da drin, ey. Okay, würde ich jetzt sagen, in KI zu spielen, ja, kann man mal für 10 Minuten machen. Mit einem Kumpel zusammen ist er bestimmt witziger. Zusammendrische. Und das ist jetzt wirklich nicht irgendwie wo drauf achten muss, auf ein Timing oder so, das ist einfach nur hau rein. Okay, Teil geht so nie erwartet. Das hätte ich weiß Gott jetzt nicht erwartet. Aber ich hätte doch schon gedacht, dass die KI ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber ihr habt ja gesehen, also da waren keine Auswahlmöglichkeiten gewesen weiter. Oh. Und ich würde auch sagen, die Boxer sind alle total identisch. Das ist wirklich nur ein zweiter Unterschied. Mal 20:10 schon wieder in der Runde. Was war bei jedem runter? Wie wir sind 27:10 oder zu 15 oder so was dann. Also. Aber warum steht der jetzt noch? Das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel, weil ich hatte da bei den anderen, wo ich die nicht so extrem verdroschen hatte, waren die früher auf dem Boden gewesen.
Also das aber ab in eine Bretter mit dir, ey. Jetzt liegt er, jetzt liegt er. Oh, er steht wieder auf. Okay. Adrian. Also, ey, komm her, du lüpfst nicht weg. Ich glaube, die Schläge, wo du triffst, so ungefähr auf welcher Höhe du bist von ihm. Gut, der ist aber zäh. Von der Grafik finde ich das Ding top. Also auch mit dem Publikum unten ist nice gemacht und bestens. Ach, mit der Glocke will ich auch gerade so, die da so zittert hat. Ist wirklich. Ah, mit dem Sound ist auch. Das ist. Also ich finde für ein Atari 2600 ein sehr, sehr gutes Spiel. Grafik und soundtechnisch ja irgendwie auch. Baby, wie willst du mit den mit der runden Menge das sonst hinkriegen? Also hört sich ganz vernünftig alles an und passt. Die einzige wirkliche Menge ist halt dann die KI. Also ich sehe jetzt hier keine Herausforderung, ehrlich gesagt. Doch, die gelbe Anzeige ist die Kondition, wovon eben war. Der andere lag keine Anzeige. Ist das die Kondition? Also, ich muss ja links ja sein. Oh, so, da wird es ohne so mit dem Schrank. Jetzt mal liegen, der ist ja echt zäh wie sonst. Geht das jetzt über Runden hier? Also das kann höchstens sein, mit der jetzt eine Verarschhaltung hatte, die lange dauert, bis der K.O. gegangen ist. Und dann die Schwierigkeit darin besteht, dass die immer die Hand einfach beim Spielen wehtut. Weil ich merke schon wieder den Controller und den Daumen. Also den, wie man den Daumen und den Controller so in der Handfläche drin. Der will nicht umfallen. Also nicht endgültig. Ah, nach Punkten. 99 zu 81? Was? Ja, das kann ich hinhauen. Die Punktevergabe ist jetzt ein bisschen komisch. Fest bei mir 199 und der konnte sie anzeigen oder so. Ein super Spiel. Ja, einfach Button-Mashing, du hast nichts mit Taktik hinter. Die Grafik ist aber super gemacht, finde ich. Den Sound finde ich voll in ganz in Ordnung. Und das macht Spaß, das ist das Wichtigste. Also selbst gegen eine KI macht das Spaß, bloß es hat keine Herausforderung. Ist dann so, na, ich will mal auf die Schnelle was gewinnen. Ja, komm, schmeiß ja Real Sports Boxing rein und du gewinnst auf jeden Fall. Zu zweit muss er bestimmt mehr Laune machen, muss ich mal irgendwann mit einem Kumpel mal spielen. Dann mal wieder danke fürs Zusehen. Abo, Like, Glocke, das volle Programm, ne, und Kommentare. Macht's gut. Ciao, euer Olli.